Und es fängt auch richtig an, wie ein Märchen anfängt. Wie fängt ein Märchen an immer? Es war einmal. Genau, es war einmal. Der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Und als der Hase im vollen Lauf am Ziel unten ankam, rief ihm die Frau des Igels entgegen: Ich bin schon da. So lief der Hase 73 Mal und der Igel hielt immer mit. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen Golddukaten und die Flasche Branntwein, rief seine Frau von ihrem Platz am Ende der Furche und vergnügt gingen beide nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind? Genau. So, ihr habt Fragen mitgebracht, habe ich gehört. Ja, es sind einige Fragen, ne? Dann gehen wir mal alle durch. Welche Bedeutung haben die Fans für Sie? Wir machen es eigentlich alles. Das, was wir im Fußball machen, machen wir eigentlich für die Fans. Ja? Und das vergessen eigentlich viele manchmal, wenn sie ein bisschen so Fußball spielen. Aber eigentlich machst du es genau doch dafür, dass du auch Menschen begeisterst. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Oh ja, Freizeit ist ein gutes Wort. Ja? Ja? Freizeit ist nicht so einfach. Ne? Als Fußballer habe ich viel geschlafen in der Freizeit. Ne? Aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen weniger Zeit. Aber was ich sehr gerne mache, wenn ich wirklich Zeit habe, ist natürlich Konzerte zum Beispiel oder andere Sportevents mir anzuschauen. Also Basketball gucke ich sehr gerne, Handball, alles wo ein Ball dabei ist. Da bin ich immer ganz gerne und da kann ich mich auch schön entspannen. Auch, ja. Was war Ihr Ziel als Fußballspieler? Ja, immer natürlich so viele Spiele zu gewinnen und jetzt für mich als Stürmer natürlich auch immer Tore zu schießen. Natürlich auch gesund bleiben. Das wird eigentlich erst dann einem bewusst, wenn man schon mal eine oder andere Verletzung gehabt hat. Ja. Und wie im Schall? Welches Tor war Ihr Lieblingstor? Ja, das ist schon lange her. War ein Fallrückzieher in einem Spiel, in einem Derby, wo ich noch in Stuttgart gespielt habe. Ja. Das war auch ein Tor des Monats, da war ich ganz stolz drauf. Meine erste Mal ein Tor des Monats gemacht. Ja. Was sagen Sie dazu, dass die Weltmeisterschaft in Katar gespielt wird? Ja, auch eine gute Frage. Ja. Ich weiß nicht, wie man auf so eine blödsinnige Idee kommen kann, da zu spielen. Ja. Aber ich muss es halt auch immer trennen irgendwo auch, ne? Weil ich weiß, die Jungs freuen sich auf eine Weltmeisterschaft. Die Entscheidung war eine falsche Entscheidung. Trotzdem ist es eine Weltmeisterschaft und ich freue mich auf den Sport, den ich da sehe. Aber in dem Land werde ich selber auch nicht sein, habe ich auch entschieden, dass ich nicht hingehe. Ja. Es ist leider so. Ja. Also es entscheiden andere Leute, die manchmal ganz komische Gedanken haben. Ja. Ja. Du, nochmal. Magst du Skateboard fahren? Das habe ich mal probiert, wo ich jünger war. Ich konnte es nicht gut. Bei mir gab es noch, in der Zeit waren eher Rollschuhe und sowas. Ne? Das war ganz cool damals, Rollschuhfahren. Also, ja. Hatten Sie als Kind ein Vorbild? Ein Vorbild im Fußball hatte ich, aber den kennt ihr nicht mehr, der war Marco van Basten. Ja, das ist ein toller holländischer Fußballer gewesen, Stürmer gewesen. Was ist Ihr höchster Spieler? Ach, der von der Größe? Das müsste jetzt Augustin Rochel sein, unser Uruguayer. Ja? Ja, das bist du, Herr Tinho. Herr Tinho ist 2,35 Meter groß. Ja? Du müsst ihn zum Basketball schicken normalerweise. Alle noch haben wir hier so ganz tolle Autogrammkarten. Kriegt auch von Herr Tinho, hat auch welche dabei. Genau. Ja? Und die sind ganz wichtig, die sind sehr wertvoll. Ja? Genau, und ihr dürft jetzt einmal in der Schlange ganz geordnet. Ja. Vielleicht noch eine Karte.